Hallo, heute zeige ich euch mal, wie man sowas machen kann. Ich habe mit einer Schablone gearbeitet, mit einem Tuch gearbeitet, hier auch mit Drucktechnik gearbeitet. Da zeige ich euch mal, wie das geht. Hier möchte ich nachher noch Blattsilber drauflegen, dann finde ich es fertig. Und bei diesem Bild habe ich nur mit drei Farben gearbeitet: einmal den Hauptton, ein dunkles Pink. Abgemischt mit Violett und mit Weiß. Also einmal ein bisschen dunkler, matter und einmal ein bisschen heller, leuchtender. Ja, sowas will ich jetzt nochmal machen, aber in anderen Farbtönen. Zunächst schaffe ich mir erstmal einen Untergrund in einer einheitlichen Farbe, in einem Grau. Da habe ich jetzt einfach das Schwarz genommen, habe es mit Weiß gemischt. Und verteile es jetzt einmal auf der Leinwand, auf die Leinwand. Und nimm hier und da einfach noch mal ein bisschen Weiß dazu, um es ein bisschen heller zu machen. Das wird mir zu dunkel gerade, merke ich. Also gebe ich noch mehr Weiß drüber. Jetzt kann ich das Ganze mit meinem Lieblingspinsel verstreichen und bekomme dann einen harmonischen, weichen Untergrund. Ich kann aber auch mir einen Schwamm nehmen und mit dem Schwamm eine Fläche mir schaffen. Dann habe ich so eine Struktur. Da das Bild aber zu dem anderen passen soll, verstreiche ich es mir wieder und bekomme so die Struktur noch etwas weicher. Wie mit dem Meer oder den Wolken ein bisschen Farbe auftragen und mit dem Pinsel ein bisschen verstreichen und schon habt ihr einen lebendigen Untergrund. Das muss jetzt erstmal trocknen. Nachdem ich das jetzt geföhnt habe, rolle ich das einmal über. Den Lack lasse ich jetzt auch abtrocknen und arbeite dann erst weiter. Ich habe das Bild jetzt einmal geföhnt und es ist jetzt noch ganz warm. Es ist sehr dunkel geworden. Ich wollte ursprünglich mit dem Lappen, wie bei diesem Bild, den Lappen falten und eine Struktur übers Bild verteilen. Das heißt, ich wollte hier mit einem helleren Farbton ein Farbmuster rübergeben. Das werde ich jetzt nicht tun, weil es so dunkel geworden ist. Ich nehme die Technik aus den Meerbildern. Ich trage eine Farbe auf und während sie antrocknet, ziehe ich das Muster raus. Also ich trage es nicht auf, wie hier, sondern ich nehme es mir wieder raus. Ich nehme ein nasses Tuch, wie bei den Wolken, und ziehe mir die Wolken sozusagen raus. Und es werden ja jetzt keine Wolken, sondern eben ein Muster, was entsteht, indem ich einfach ein Tuch ein bisschen falte. Okay, es ist kalt, deshalb zieht die Farbe jetzt nicht so schnell an. Ich nehme noch ein bisschen Wasser dazu, damit sie eben auch noch ein bisschen länger an der Oberfläche ist.
ist jetzt zu weiß. Der Farbton ein bisschen mehr ins Grau. Sonst habe ich gleich zu starken Farbkontrast. So, noch ein bisschen Wasser dazu. Und jetzt verteile ich wieder. Gehe wieder über die ganze Fläche. Wie bei den Himmelbildern. Erstmal auftragen. Ein bisschen Wasser dazu nehmen, damit es nicht zu schnell anzieht. Muss gar nicht so ordentlich verteilt werden. Umso bunter wird nachher die Oberfläche. Ich nehme meinen Pinsel wieder. Trockne den nochmal ab und verteile jetzt die Farbe. Und es soll nicht zu ordentlich sein, sonst wird es langweilig, das Bild. Und jetzt nehme ich mir meine Tücher, mache den ein bisschen nass und gucke mal, dass ich jetzt wieder ein Farbmuster mir rausnehme. Wenn ich nur so ganz leicht ziehe und das so ein bisschen drehe, dann sieht es aus wie kleine Blumen. Man kann auch gut die Badeschwämme für nehmen. Und ich werde ein bisschen leichter zum Rand, also nur so ein paar rausnehmen. Und hier in der Mitte möchte ich ein bisschen dunkler haben. Vielleicht auch nochmal hier am Rand so ein bisschen, ein, zwei. Jetzt habe ich es wieder geföhnt. Es ist mir schon wieder zu dunkel abgetrocknet. Ich will es noch heller haben. Ich mache das gleiche nochmal, will euch aber auch zeigen, wie es aussieht, wenn ich mit der Farbe tupfe. Also nicht nur rausziehen, sondern auch auftrage. Ich habe hier ein ganz schönes, feines, wie so ein kleines Rosenmuster drin. Das gefällt mir ganz gut schon, aber es soll eben noch ein bisschen heller werden. Ja, ich trage einfach wieder die Farbe auf. Ist noch nicht ganz trocken, aber ich mache es jetzt einfach. Und ich bearbeite jetzt erstmal die eine Seite. Weil ich nicht zu viel Wasser nehmen will, weil durch das Wasser verdünne ich die Farbe und dadurch wird sie schnell wieder dunkel. Und ich will jetzt ja ein bisschen heller bleiben. Deshalb arbeite ich ein bisschen deckender, die Farbe zieht schneller an. Und deshalb mache ich jetzt erstmal nur die Hälfte und gucke mal, wie es jetzt so funktioniert. Ich trage auf, verstreiche. Ich werde jetzt auf der einen Seite ein bisschen rausnehmen. Und dann aber auch die Übergänge wieder auftragen. Also hier nehme ich jetzt, ihr seht schon, es zieht schnell an, die Ränder vor allen Dingen, die werden schneller trocken. Also muss ich jetzt hier mit ein bisschen mehr Wasser arbeiten.
Hat auch was, wenn ich nur die eine Hälfte hell mache und die andere Hälfte dunkel lasse, finde ich auch schön. Kann man auch schon stehen lassen. Jetzt nehme ich hier nochmal das Wasser weg. Man könnte es jetzt auch schon so lassen. Man kann nachher auch so weiterarbeiten, sich das hindrehen, wie man will. Ich mache aber trotzdem gleich noch anders weiter. So, jetzt habe ich den Farbton hier drauf. Vom Rausnehmen habe ich ihn noch hier drauf und gebe ihn jetzt hier ab. Und so taucht der Farbton hier wieder auf, derselbe Farbton. Eben durchs Rausziehen. Dadurch, dass ich immer leichter werde, immer weniger Struktur raufsetze, bekommt es auch eine Leichtigkeit. Wenn ich jetzt alles zutupfen würde, wäre es schnell einheitlich und damit wieder uninteressant. Ich kann jetzt auch ein trockenes Tuch nehmen und mir das hier und da noch mal wieder wegwischen, wo es mir nicht gefällt. Hier habe ich vorhin gekleckert. Das finde ich schon ganz gut. Jetzt muss ich es auch ein bisschen auf mich wirken lassen. Ich kann nicht sofort weiterarbeiten, weil ich noch nicht genau weiß, wie. Lass es kurz wirken und entscheide mich dann, dass mir die Stelle hier noch nicht gefällt. Hier will ich es noch mal ein bisschen rüberlaufen lassen, dass es nicht ganz so getrennt ist. Ich trage also hier so ein bisschen Farbe auf, guck, welches nochmal mein nasses Tuch, nehme das nasse Tuch, gehe als erstes über die Ränder, weil, wie gesagt, die Ränder trocknen am schnellsten. Und mache jetzt diese Farbübergänge weg. Was heißt, es sind keine Farbübergänge, das ist ja nichts. Dann nehme ich das also mit einem Tuch hier wieder weg. Damit löse ich wieder die Fläche, setze hier und da von meinem Tuch wieder was auf. Und dadurch, dass es sehr verdünnt ist mit Wasser, kann es auch sein, dass es so doll auftrocknet, dass ich es gar nicht mehr richtig sehe. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich rechne damit und wenn es eben nicht so auftrocknet, ist das auch nicht schlimm. Damit man keine Farbaufträge sieht, nehme ich eben immer diesen Pinsel und verwische das nochmal leicht. Jetzt haben wir hier den Untergrund soweit fertig gestaltet. Jetzt gehen wir weiter in die Oberfläche. Bei diesem Bild habe ich so eine Schablone verwendet, die man draufsetzen kann. Und das eben stempeln kann. Man kann auch, es gibt so fertige Buchstaben zu kaufen, die man da einfach drauf stempeln kann. Da Weihnachten vor der Tür steht eben, kann man sich auch weihnachtliche Motive suchen. Man kann das nehmen, um Sprüche drauf zu bringen. Wie hier zum Beispiel einfach mit Acrylstiften was drauf gezeichnet. Man kann schön Weihnachtsspruch drauf geben. Das sieht immer gleich fertig aus. In weißer Schrift drauf schreiben und fertig. Hier bei diesem Bild habe ich
nochmal Love drauf gestempelt, habe nochmal eine andere Farbe mit dazu genommen. Ja, so kann man sich jetzt überlegen, wie arbeite ich jetzt weiter. Und da ich zu diesem Bild ja was schaffen möchte, werde ich bei den Schablonen bleiben. Da habe ich die, eben diese Buchstaben und die Schablone. Es gibt hier so kleine Werkzeuge zu kaufen. Ihr könnt aber auch einfach einen Küchenschwamm nehmen, ein bisschen Farbe raufgeben auf die Ecke und das rauftupfen. Oft läuft es bei mir dann darunter. So. Jetzt ist er da so leicht drauf. Lasse ich jetzt wieder abtrocknen. Und dann gucke ich mal, wie ich jetzt meine X-Mess drauf mache. Mache ich die jetzt hell oder mache ich die dunkel? Das sind auch alles so. Ich überlege selber immer sehr. Dunkel gefällt mir ganz gut, aber dann geht es noch weiter in die Tiefe. Ich will aber auch wieder was rausholen, ein bisschen Licht schaffen im Bild. Und ich glaube, ich werde es auch wie bei dem anderen eher in den helleren Tönen stempeln. Ich färbe die einfach ein, setze die drauf und guck, was passiert. Und ich weiß auf jeden Fall, wenn die jetzt nicht so toll werden, dann kann ich es auch wieder wegwischen, weil ich es ablackiert habe. Oder aber ich weiß, ich habe den da jetzt erstmal hingesetzt und ich kann den nachher auch nochmal mit einem Pinsel und Farbe ein bisschen nachziehen. Jetzt setze ich erstmal einen dunklen. Ich weiß gar nicht, ob ich den dann sehen werde. Aber einfach mal ausprobieren. Man sieht nichts. Der zieht aber auch noch nach. Der wird auch noch dunkler. Wer weiß, ob der auch noch dunkler wird. Und wenn nicht, stempel ich ihn eben nochmal. Und so gehe ich jetzt mal durchs Bild. So, den will ich jetzt noch mal einmal woanders haben, weil den möchte ich dann auch in Silber auftragen, in Blattsilber nachher. Und dafür schaffe ich mir jetzt hier einfach eine Vorlage, wo ich nachher meinen Kleber draufgeben kann für mein Blattsilber. Das ist natürlich wieder die Überlegung. Das wird nachher Silber sein. Also wo setze ich das jetzt hin? Hier ist es zu sehr am Hauptmotiv. Zu gerade. Dahinter vielleicht. Ich werde es einfach hier hinsetzen. Dann drücke ich das einmal wieder an. Sieht wieder gar nichts. Gut. Wie gesagt, mit dem Stempeln, das ist nicht meins. Aber ich gebe da nicht auf. Nee, bisschen weiter runter. Nehme ich zu viel Farbe, läuft es sehr. Das reicht mir, das sehe ich. Ja, das war das erstmal für dieses Video. Hier werde ich gleich noch ein bisschen nacharbeiten. Und dann werde ich eben da auch mein Blattsilber draufsetzen. Für dieses Video war es das erstmal.
Und also hauptsächlich, dass ihr einmal die Technik nochmal seht aus dem Himmel und Meer Video. Wie kann ich das nochmal anders umsetzen? Ja, und vielleicht guckt ihr euch ja das an, wie ich dann das in Silber draufsetze. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ganz viel Freude beim Selbermachen. Tschüss!